So, damit wir zu Potte kommen, werde ich mich jetzt mal zu der Quest hier teleportieren. Denn es wäre gar nicht so verkehrt. Wenn ich jetzt aber wüsste, wie es ging. Ach, R2. Es war R2, nicht R1. Ach, 22 haben wir davon. Na dann. Knappstag kaputt machen. Kann ich gut. Der Loading Screen wird immer besser. Eigentlich verändert er sich nie. Aber er erklärt mir, wie Schnellreise funktioniert. Oder wie man sich eine schnellsten eine Reitmaschine holt. Oder was eine Brutstätte macht. Dieser Loading Screen verrät mir einfach jede Antwort auf all meine Fragen. Ich wusste gar nicht, dass Loading Screens dafür gemacht sind. Hier sieht es irgendwie genauso aus wie da, wo ich gerade komme. Aber schön. Genau, muss ich hier hin? Da. Warte mal. In welche Richtung? Die. Er ist fast in die falsche gelaufen. Wenn man vom Teufel namens Trampler spricht. Den Weg. Stimmt, hier haben wir dann aufgehört gehabt, das zu folgen. Die Spur endet. Na, das ergibt doch keinen Sinn. Was gibt's denn hier? Jemandes Hab und Gut. Kennt's? Überall sind Dinge verstreut. Und da ist auch Blut. Entweder fiel er hin, oder... Oder ihn hat jemand ausgeraubt. So viel Blut macht mir Sorgen. Dann folgen wir mal dem Blut, wie so viel zu oft. Oh, ein Fuchs. Und gucken, ob es dem Typen noch gut geht. Oder ob er schon tot ist. Man weiß es ja nie. Man muss auf alles gefasst sein. Kein Blut mehr. Er muss sich die Wunde verbunden haben. Diese Truhe ist im Osseram-Stil gemacht. Zum Glück hinterlässt er Spuren. Ich hoffe, er ist okay. Ich hoffe, wir sind noch in dem Weil okay. Kann die Spur irgendwie gerade... nicht markieren. Ah. Ein Fass. Riecht irgendwie nach... Ist das hier runtergerollt? Okay. Dann finden wir ihn mal, indem wir dem Wegpunkt folgen. Hallöle. Bin froh, dich zu sehen, Fremde. Bist du Kendert? Ich bin eine Freundin von Gera. Hä? Ich bin ein Ehemann von Gera. Sie hörte, du wirst vermisst und ließ mich suchen. Was ist passiert? Ich war auf dem Weg zu ihr. Ein Sandsturm zog auf, ich suchte Schutz. Leider vergeblich. Hier bin ich, rot wie ein Kaja-Priester. Eine Tramplerherde hat meine Sachen verstreut. Du kannst nicht viel tun, damit ich nicht wie ein Idiot dastehe. Kannst du meinen Plünderersaft holen? Das ist das Zeug, das die Tramplerherde da unten bei sich hat? Ich bin nicht stolz, ich bin nur ein Brauer. Und vielleicht bedeuten 5 Flaschen Gera mehr als ich. Okay. Sind ja nur 7. So viel zum Thema Sicherheit. Aber... könnten wir ja einen Brücken
Dauert ein bisschen. Viel Spaß. Boah, die gehen voll ab. Das nehme ich für unterwegs mit. Eieieiei. Boah, das ist der Krieg, ey. Eieiei. Die Maschine ist schnell. Oh oh. Wir standen voll drin. Oh oh. Einer hat es bemerkt. Verdammt. Ah nein, er lässt nicht locker. Das kriege ich aber gut hin. Brauche Flaschen. Eine noch. Oh nein, haben sie ihn etwa getötet? Das finde ich jetzt nicht fair. Ihr seid voll unfair. Oh, weg. Oh, weg. Donnerkiefer. Vom Regen in die Traufe. Oh, nein, danke schön. Nein. Donnerkiefer brauche ich jetzt echt nicht. Ich war froh, als ich den einen gekillt habe. Obwohl sie immer noch besser sind als Sturmvögel. Boah, aber mein einer hat echt gut Schaden gemacht an seinen Kollegen. Muss man ihm lassen. Außer der eine, der hat irgendwie noch Aggressionen. Problem ist halt, man hat permanent die gesamte Scheißherde auf sich drauf. Ich müsste jetzt nochmal einbrücken. Ich brauche noch ein Fass und ich weiß aber absolut gerade nicht, wo das liegt. Das ist jetzt doof, dass sie uns jetzt die ganze Zeit hier so beobachten müssen. Wir könnten einen von den Halbtoten mal killen. Aber irgendwie haben die gerade alle ein bisschen eine Rad ab. Der liegt flach. Der lag aber lange. Lass den Kaktus doch mal stehen. Und wieder. Wieder an dieselbe Stelle. Oh, was? Schon. So geht das auch. Also es ist eigentlich ganz entspannt. Oh, voll daneben.
Aber es wäre cool, wenn wir noch einen brücken könnten. Dann müssten die ja mal anfangen, ihr Leben zu chillen. Na, come on. So, 3 haben wir schon. Das war eine dumme Idee. Aber komischerweise geht der irgendwie nicht weiter. So, 2 sind's noch. Und ein Fass brauche ich eigentlich nur noch. Also eine Flasche. Ganz das wäre instant tot gewesen. Und das ist gleich instant tot. Ach komm, komm. Ich habe schon 3 von euch oder 4 von euch geholt. Irgendwer muss halt überleben, damit er die Story weiterziehen kann. Jägerin. Danke. Das ist bestes Osseram-Gebräu. Hält dich warm in einem Schneesturm, spült den Dreck aus einem Zahnrad. Kendat, warum gingst du so unvorbereitet los? Der eiserne Kern der Sache ist, ich tat es aus Liebe. Oh. Gera wollte das Anrecht verlassen und ich beriet mich mit den Präfekten. Ich wiederhole ihre Worte nicht, sie würden dir missfallen. Jetzt bin ich neugierig. Nein, ich habe mich schon tiefer hineingeritten als in Donnerkieferdung. Es war mein Fehler, nicht mit ihr zu gehen. Ich hatte Zeit, das zu erkennen. Vielleicht ist es nicht zu spät. Sie holt neue Vorräte am Tagturm. Viel Glück. Könnte er vielleicht sogar wirklich nochmal Glück haben? Ich muss jetzt mal ein bisschen Schnellreise machen. Damit es ein bisschen schneller geht. Und damit ich nicht durch die Donnerkiefer durch muss. Oder noch mehr Tramplern. Obwohl Tramplerbrücken schon geil ist. Das mischt die Herde mal so richtig auf. Da knallt es mal so richtig. Und da haben wir wieder unseren berühmt-berüchtigten Ladescreen. Mit den tollen Tipps. Wir können... Läufer, Reitköpfe und Stürmer. Und eine Nora rettet ihm das Leben. Zum Reiten. Ich würde es nicht glauben, wenn ich es nicht mit eigenen Augen gesehen hätte. Osseram bauen wochenlang an einer Apparatur herum, die einen Job erledigt, den dir Kaja an einem Tag besorgt. Aha. Ich wusste, das ist nur eine Frage. Hey, kleine Maid. Was von dem Mann gesehen? Ich hab ihn, Gera. Ich glaube, ihr zwei habt eine Menge zu bereden. Ich mag gute Geschichten. Und einen guten Drink. Darum bin ich so gut in meinem Job. Er bringt beides mit. Kendat möchte bei dir sein. Es tut ihm leid, dass er den Präfekten geglaubt hat. Frauen wissen, wo ihr Platz im Anrecht ist. So sagten sie. Es ist die Kaja-Sonne, die ihnen das Hirn brät und sie auf solche Gedanken bringt. Das ist... der Stamm. Man kann keinen Groll hegen, sonst würde man verrückt. Mein dummer Mann. Kleine Maid. Wie kann ich dir danken? In der Jägersiedlung steht immer ein Drink für dich bereit. Das ist sehr freundlich. Hier gibt's nur die besten Waren, sie selbst. Ja, den Händler hätte ich jetzt gerne. Ich hoffe, er hat das, was ich suche. Ja, hat er. Oh, das kostet mir wieder so viel Drahtenzünder.
Mein armes Sammlerherz. So, was können wir hier noch mit verhökern? Echterlinse kann weg. Behalte ich mal eine. Da behalte ich auch mal eine. Die behalte ich auch mal lieber. Maschinenkernmittel behalte ich vielleicht mal lieber. Nicht, dass man damit sich noch irgendwas Cooles craften kann. Oder kaufen kann. Das wäre halt. Nur Überlebende. Nein, ich brauche Waffen. Kann ich mir den endlich holen? Der hat halt auch den. Kater, den haben wir, glaube ich, schon. Kauf mir den mal, weil ich wissen will, wie die Eispfeile sind. Unsere Waren findest du nirgendwo. Einmal durchgefegt und es sieht ja gleich viel schöner aus. Langsam wird's doch hier. Unübersichtlich. Hochwertige Waren Pfeile, okay. Zu fairen Preisen. Schneefall. Die Welt wird weiß. Sieh dir diese Waren an. Das wäre noch der Grabhort. Wir haben jetzt hier noch Starkerschlag. Schwerlast. Das ist ein guter Skill. Die hier ist auch super.